Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Christmas Hack. Platz 2 der Competition. Und ich hau jetzt an der Stelle schon mal direkt eine Meldung raus, damit ihr Bescheid wisst. Das hier ist ein storylastiger Hack. Also, es gibt auch Gameplay-Elemente, sogar sehr kreative Gameplay-Elemente. Ich kenne nämlich die Story grob. Ich habe den schon mal vor 5 Jahren in einem Video gesehen. Aber das ist jetzt nicht so hüpfenden Kursen, sammelt 7 Sterne und alles so schön. Also, wenn ich euch sage, also, ihr müsst mit dem Mindset reingehen, jetzt eine geile, coole Weihnachtsgeschichte zu erleben. Mit sehr interessanten Mario 64-Mechaniken. Wenn ihr aber sagt, ich will nur Jump'n'Run, Stern-Einsammel-Action sehen, wahrscheinlich nicht der Hack für euch. Darius Story, Freunde. Darius the Janitor. Ich glaube, Hausmeister heißt das. Ne? A Christmas Story. 5 Tage bis Weihnachten. Ich werde so machen. Ich werde jetzt die Textboxen auf Englisch vorlesen, damit ich mir nicht so einen abstotter und dann nochmal ganz kurz zusammenfassen, um was es geht. This is the story of Darius the Janitor. Now, we all know of him as the famous heroic mailman who saved the universe from the hands of evil. However, his story goes way far back. Before he was a world-class mailman, he was a janitor for a small, low-budget school. He didn't make very much money, so he was poor. However, he still kept his hopes up and tried to stay positive as often as possible. Sadly, there was one holiday that he did not tolerate. Christmas. He didn't like how people were greedy to get presents. He didn't like how people got to get back together with the families and celebrate the day of giving. And most of all, this is the holiday that every year he felt lonely. He certainly had friends, but they were always out celebrating Christmas with their families. And now, with 5 days before the day of Christmas, he has to work every single day. And he has to deal with this horrible employee that never gives him any breaks nor very much cash per hour. Speak of the devil, your alarm clock just woke you up and now you have to go to work. Also, wir sind Darius der Hausmeister. Wir verdienen nicht viel Geld. Wir arbeiten in einer kleinen, wie soll ich sagen, wir düsen jetzt erstmal zur Arbeit. Wir arbeiten in einer kleinen Low-Budget-Schule als Hausmeister, verdienen da nicht viel, aber wir versuchen trotzdem immer so positiv zu bleiben. Aber es gibt einen Tag in der Woche oder im Jahr, den wir nicht mögen, und das ist Weihnachten, weil Darius mag es nicht, dass alle so auf Geschenke geiern, und er ist vor allem immer allein, weil alle seine Freunde zu seinen Familien fahren, und es ist, er mag es einfach nicht. Noch 5 Tage bis Weihnachten. Er wurde jetzt gerade schon wieder zur Schule gerufen. Ah, ich glaube, das ist ja auch schon School. Let's go. Und er muss wieder arbeiten. Und er muss auch viel arbeiten. So, da sind wir, Freunde. In der Schule. Und wir müssen 6 Aufgaben erledigen. Okay, welche Tasks müssen wir erledigen? Die Kamera ist interessant. Hey, mein Bester. Oh mein Gott, wie evil der aussieht. Get back to work, Maggot! You're telling me you don't remember how to clean up after all these blast messes? You forgot how to press the Z button? Idiot! Don't forget you always have to log your hours. Log sheet is in the janitor's closet. Don't think about adding extra hours, I'll catch it. Today you have to clean up after the Christmas break parties. Goofball kids left trash everywhere and clogged the toilets. Get on it! Okay, also wir müssen aufräumen, weil es hier wohl eine Art Weihnachtsfeier gab. Und die Schüler, ja, wie die hier alles verstopft haben. So, ich kann hier Z drücken, um dann quasi den Müll aufzusammeln. Und die Toiletten wurden wohl auch verstopft. Sind das hier die Toiletten? Nee, das ist ein Klassenzimmer. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, hier so ein bisschen durchlaufen. Merry Christmas Students. Ey, wie cool. Und wir müssen dann auch im Hausmeisterraum müssen wir dann auch unsere Stunden, glaube ich, irgendwie aufschreiben. So. Okay, kann ich jetzt hier dann auch einfach Z drücken? Ja, so, dann haben wir die Toilette schon mal gereinigt. Das meine ich, ne? Also es ist halt wirklich ein sehr, sehr, einzigartiger Hack, ne? Wir laufen quasi hier eben durch eine Schule und müssen eben Hausmeisterarbeiten erledigen, um dann, Stück für Stück eine Weihnachtsgeschichte zu erleben, ne? Und unser Arbeitgeber, dieser Toad, ist alles andere als freundlich. Der hat auch gemeint, so nach dem Motto, ja, du musst all deine Stunden aufschreiben und denk ja nicht drüber nach, eine Stunde zu viel aufzuschreiben. Freundlicher Kollege, der Meister. So, bloß kameratechnisch bin ich noch nicht ganz drin. Okay, hier hat einer Faxen gemacht. Da hat einer Ding. Was ist denn das hier? Ah, Porn, okay.
Das habe ich nicht vorgelesen. Das ist, glaube ich, das Profilbild vom Hackersteller, dieser Kollege. By the way, der Hackersteller von diesem Hack ist auch der Hackersteller von Beyond the Cursed Mirror, na, Rovard. Ist, glaube ich, wahrscheinlich mit der talentierteste Modder nach Case. Na, also Case Manual kennen wir ja auch. So, und da ist... Let's go! Das letzte Stückchen Müll auf dem Boden. Was ist das hier für ein Raum? Journal Entry Number 255. Sigh. 6 days till Christmas. Let's get this over with. Another boring, tiring, wretched day. More even is there to keep in this log. Okay, ah, das ist der Hausmeisterraum. Oh, der sieht aber sehr deprimierend aus. Das hat er gestern quasi aufgeschrieben. Ja. Dass es noch 6 Tage bis Weihnachten sind. Aktuell sind es ja noch 5 Tage. So, und wo ist der Stern erschienen? Hier, ah, lol! Hier, wir kriegen ein bisschen Geld quasi dafür, ne? Wir haben das Schulgebäude gereinigt und haben jetzt quasi dafür eine Bezahlung bekommen. So, 5. Tag geschafft. You finished a day of work. 4 more to go. Keep your head up. Noch 4 weitere Tage zur Arbeit, Freunde. Ey, voll cool, ne? Mit diesem Geld feiere ich. So, und wir starten wieder in unserer gammeligen Hütte. Wir nehmen wieder unser Skateboard und wir fahren wieder zur Schule. Ich finde, wie gesagt, also ich mag diesen Hack sehr gerne. Ich finde den ziemlich, ziemlich nice. Der letzte Hack war ja auch schon quasi so ein bisschen storylastiger. Ich gucke immer mal hier vorbei, ob hier irgendwo was ist. Es ist halt eine ganz andere Art und Weise zu spielen. Man darf halt nicht mit diesem Mindset rangehen, ah ja, ne, Mario, Sandbox-Welt, jetzt einfach ein paar Sterne sammeln, ein paar Missionen erledigen und dann war es das. Sondern man muss halt wirklich so mit dem Mindset reingehen, okay, ne, ich spiele jetzt eine Geschichte. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man da so ein bisschen seine Erwartungen, sage ich mal, anpasst. So, da sind wir wieder. Hello once again, Maggot. I'm going on a business trip for tomorrow and the next day. Today you have to clean the gym. There was a basketball game earlier. Tomorrow they're hosting a fundraiser to give money to poor people. Clean up all the spills. The next day, clean up the office because the staff have to process a lot of paperwork. Okay, wir müssen die Sporthalle reinigen, weil da ein Basketballspiel war. Und morgen müssen wir das Büro reinigen, weil die im Büro sehr viel Papierkram erledigen müssen. Und ja, unser Arbeitgeber, der Toad, wird jetzt die nächsten 2 Tage auf einem Business-Trip sein. Das heißt, er wird nicht da sein, was für uns großartig ist, ne? Weil wir den Kollegen nicht mögen. So, ah, das ist auch schon die Sporthalle hier, glaube ich, ne? Oh, lol, ja, wir sind jetzt hier quasi unter der Tribüne. I see. So. Wie kommt man hier? Der hat wahrscheinlich so ein Getränk unter die Tribüne geworfen, ne? Sehr gut. So, kann ich jetzt auch so Schmutz, den wir einsammeln müssen, auf der Tribüne sein? Oder ist das nur unten auf dem Boden? So, auf dem Feld selber ist nichts. Ja, die Basketballspieler selber waren sehr, sehr sauber. Feier ich. Ey, das macht so Spaß, wie gesagt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir keine Musik haben. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass es tatsächlich ein gewolltes Stilmittel ist. Weil es soll ja so ein bisschen so dieser Plot hochkommen, ne? Wir sind der Hausmeister, dem sein Leben total langweilig ist. Er muss jeden Tag das Gleiche tun, etc., etc. Ich glaube, es soll so ein bisschen monoton und slow und irgendwie ja, ermüdend wirken, dass man sich so ein bisschen besser in Darius, den Hausmeister, einfühlen kann. So, aber jetzt habe ich hier schon relativ viel gesehen, aber mir fehlen noch 3... Müllberge, die ich aufsammeln muss. Oder 3 Orte, an denen ich was tun muss. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich glaube, hier oben auf der Tribüne selber ist nichts. Naja, da hat er wahrscheinlich gar keinen Platz, diese typischen Müllsachen hinzulegen. So. Okay, aber wo sind dann hier die letzten Dinge, die wir reinigen müssen? Vielleicht gibt es noch so eine Art Umkleidekabine oder so, in die wir reingehen können. Na, vielleicht, wenn wir hier rüber gehen. Ja, das sieht nach Umkleiden aus. Okay, okay, das... Nee, das sind keine Umkleiden. Das ist hier schon ein Klassenzimmer. Sind das hier keine Umkleiden? Was haben wir hier? Okay, hier ist noch ein Klassenzimmer. Nee. Und hier ist die Küche, aber hier waren wir auch schon. Ha. Okay. Wo müssen wir jetzt noch ein bisschen was wegräumen? Ich habe das Gefühl, alles überprüft, was zumindest... Nee, noch nicht.
was einigermaßen in unmittelbarer Nähe der Sporthalle war. Aber auch hier noch nichts. Aha, im Hausmeisterbüro liegt wieder was. Hier scheint immer was zu sein, oder? Okay, der Eintrag von gestern. Well, X-Max break began and I'm still not off this world. Those damn kids are lucky and don't even realize it. 5 days to go. Okay, er ist immer noch total deprimiert. Naja, so, oh, verdammte Axt. Noch 5 Tage bis Weihnachten, ne? Aber ich soll das Office noch aufräumen, ne? Aber ist das hier das Office? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich muss auch sagen, Darius ist halt so ein bisschen frustriert von den Kindern, ne? Weil er es einfach richtig kacke findet, dass die so halt auf Geschenke geiern, etc. Und dass sie halt gar nicht dankbar sind, dass sie halt irgendwie Familie und Freunde haben und sowas. Was er halt eben, also er hat auch Freunde, aber die helfen ihm leider nicht. Ah, okay, ich muss noch die Toiletten reinigen, in Ordnung. Aber die fahren halt an Weihnachten immer weg und deswegen ist er halt super frustriert und irgendwie glaubt halt nicht mehr so an das Gute im Menschen. Und für ihn ist halt Weihnachten etwas, was immer sehr deprimierend ist. Was halt irgendwie auch total real ist, wenn man drüber nachdenkt. Weil, also ich bin tatsächlich auch einer der Gesegneten. Ich habe ein wunderbares Weihnachtsfest jedes Jahr immer wieder und ich freue mich jedes Jahr sehr drauf. So. Cash it in. Aber es gibt ja doch wirklich ganz viele, entweder wo das Familienverhältnis schwierig ist oder die sich einfach ein schönes Weihnachtsfest vielleicht nicht leisten können oder was auch immer, ne? Es kann 1000 Gründe geben, warum Leute auch Weihnachten allein verbringen müssen und an die muss man halt auch denken. Also nur weil es bei einem selber schön ist, heißt es nicht, dass jeder das quasi am Ende des Tages so wahrnimmt. Und ich glaube, da braucht man immer so ein bisschen die Weitsicht, ne? Und so ein bisschen auch das Verständnis und die Empathie. Dass nur weil es einem selber gefällt, dass es nicht heißt, dass jeder genauso viel Spaß hat. So, 3 Tage noch bis Weihnachten, ne? Wir fahren mal wieder zur Arbeit. Na, es ist sehr, sehr, sehr eintönig und depressing. Aber wie gesagt, er versucht ja immer eigentlich gut gelaunt zu sein. So, ich hoffe, genau, der Meister ist nicht mehr da. So, und heute war auf jeden Fall die Aussage, dass wir das Büro aufräumen sollen, weil die eben einen Fundraiser, also eine Art Charity Aktion starten. Oh, was machst du denn hier? Und deshalb, da gibt's da viel zu tun. Hey, my name's Peach. I'm just leading the fundraiser now. Last one, in fact. I'm going to be in the school office tomorrow, if you want to see me again. Bye. Oh mein Gott, okay. Sie ist die Letzte, die jetzt quasi die Fundraiser-Aktion verlassen hat. Oder halt heimgeht. Und sie ist morgen im Büro und hat gemeint, wenn wir Lust haben, sie zu treffen, dann können wir morgen im Büro vorbeischauen. Haben wir jetzt hier sogar eine kleine Liebesgeschichte? Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihr über den Hack denkt. Ich kann natürlich verstehen, wenn man sagt, oh, fühle ich jetzt nicht so, dass es halt eine Story ist. Aber ich finde tatsächlich, dass die richtig, richtig liebevoll gestaltet ist. Und ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, ich mag den Hack sehr gerne. Ich weiß, ich war auch damals schon sehr begeistert, als ich den Hack sozusagen auch als Videoform bei jemand anderem gesehen habe. Und ich muss auch sagen, jetzt wieder beim Spielen und beim Herausfinden dieser ganzen Geheimnisse und beim Erleben dieser ganzen kleinen Side-Stories. Ich weiß nicht, mich catcht das extrem. So, jetzt 3 Tasks fehlen mir noch. Wir können natürlich wieder nachgucken, ob wir die Toilette reinigen müssen. Und wir können auch wieder im Office von uns selber nachgucken, ne, im Janitor's Office. Ja, hier haben wir auch noch was zum Aufräumen. What? Sehr gut, noch 2. Und da auch noch. Okay, und dann ist vielleicht der letzte wieder im Janitor Office, also in unserem Büro. Und er wird ja wahrscheinlich jetzt wieder drüber motzen, was quasi gestern war. Also er schreibt ja immer über die Story, die wir gerade erlebt haben. Und ich bin gespannt, wenn wir dann morgen in unser Tagebucheintrag gucken, ne? Ob dann da irgendwas über Peach steht, ne? Ob sich unser Meister hier eventuell ein bisschen verliebt hat. So! Sehr schön, Freunde! Da ist auch schon wieder unser Paycheck. Und wir gucken in unser Tagebuch. I had my employee. He's always pissed, always a dick to me. I hate him. Had to clean up after a stupid basketball game. Don't people know any decency? Every single toilet was clogged. Water everywhere. Screw people and their Xmas hype. Ja. Er motzt über seinen Arbeitgeber und über die Kids, die beim Basketballspiel alles schmutzig gemacht haben und verunstaltet haben. Aber wir haben alles aufgeräumt und wer weiß, vielleicht entsteht ja mit Peach noch eine kleine, süße Geschichte. Noch 2 Tage bis Weihnachten, glaube ich, ne? Mal schauen, ob Prinzessin Peach da ist. Und ich weiß nicht, ob unser After Seeing Pichu. Verdammt, jetzt habe ich es weggedrückt. Verdammte Axt.
Ja, ich bin gespannt, ob unser Arbeitgeber heute schon wieder da ist. Oh, what? Man hat mir mein Auto geklaut oder so. Ich weiß es nicht. Meine Cooper Shell ist weg. Ich weiß nicht, ob das ein Skateboard darstellen soll oder ein Fahrrad oder ein Auto. Oh, jetzt müssen wir auch den ganzen Weg zur Arbeit laufen. Ich sehe schon kommen, ne? Jetzt steht dann gleich der Chef wieder da nach seinem Business-Trip und ist dann so, yo, Bro, Digga, du bist viel zu spät. Und man kann sich nie auf dich verlassen, obwohl wir einfach nur richtig liebevoll unsere Arbeit machen. Ist unser Arbeitgeber wieder da? 15 Tasks left. Holy shit, nee, okay, ist er nicht. Das ist schon mal eine gute Sache. So, und hier ist ordentlich was los. Holy shit, das wird ja immer mehr Arbeit. Aber Peach ist auch da und hier ist richtig viel zu tun. Holy moly. Hey Peach, ich bin Darius. Help, the whole place is a mess. Could you please help me clean up? A couple very important documents fell on the floor. What documents, you ask? Oh, fine, I'll tell you. I'm the princess of the Mushroom Kingdom. I'm here because I'm helping raise money for the poor citizens and I'm sorting out affairs with the school regarding the work conditions. Tomorrow, meet me in the janitor's closet. I want to tell you something. Ah, lol, okay, sie ist wirklich Prinzessin Peach. Sie ist auch quasi Prinzessin vom Pilzkönigreich. Also, sie ist jetzt keine andere Person oder irgendwie sowas. Und sie ist sozusagen hier, um Geld für die armen Bürger zu sammeln. Gehören wir wahrscheinlich am Ende des Tages auch dazu. Und sie weiß wohl, dass hier an der Schule sehr, sehr schlechte Arbeitsverhältnisse herrschen. Und deshalb ist sie quasi hier, um sich dem Ganzen mal anzunehmen. Na? Vielleicht kriegt ja unser Chef noch irgendwann ein bisschen auf die Schnauze für die Art und Weise, wie er uns behandelt. So, den Toiletten geht's gut. Wir müssen natürlich auch schauen, ob die anderen Toiletten verstopft sind. Und sie will sich morgen mit uns in unserem Büro treffen. Na, Friends? Mal sehen, aber sie will uns was erzählen. Also sie hat jetzt nicht gesagt, dass sie uns daten will oder so. Aber mal gucken, vielleicht hat sie ja ein paar spannende Dinge zu erzählen. So, jetzt ist hier in den Klassenzimmern immer ein bisschen was los. Ist wahrscheinlich jetzt ganz normaler Schulalltag, vermute ich. So. Und jetzt bin ich sehr auf den Tagebucheintrag von ihm gespannt, ne? Ob er in irgendeiner Art und Weise über Peach schreibt. Ich bin gespannt. Today I was cleaning up after school fundraiser that recently happened. Today was a nice day. I met a girl, her name was Peach. She was wonderful and she showed me that some people have at least a little beauty in their hearts. Oh boy, okay, okay. Es war tatsächlich ein schöner Tag für ihn, weil er Prinzessin Peach getroffen hat. Und es macht ihn happy zu sehen, dass es quasi ein paar Leute gibt, ja, die das Herz sozusagen am rechten Fleck haben. Also er war auf jeden Fall, er war sehr glücklich über die Begegnung mit Prinzessin Peach. Das ist doch schön zu hören. So, dann checken wir jetzt mal ganz kurz noch die Kantine ab, ob vielleicht hier auch hinter dem Tresen was los ist. Ne? Kann ja mal sein, dass hier in der Mensa oder in der Küche die Schüler wieder Faxen gemacht haben. Aber nee, Küche und Kantine sieht gut aus. Aber wo sind denn dann die letzten Tasks? Ich meine, es gibt, glaube ich, noch weitere Klassenzimmer hier in dem Gang vorne. Also man fängt auch langsam an, sich hier in der Schule tatsächlich auszukennen. Ich habe da vorne gerade einen Zettel gesehen. Keine Sorge, den habe ich im Blick. Und ja, tatsächlich. Wunderbar, da ist ein Zettel. Einer lag auf dem Gang. Dann brauche ich jetzt theoretisch noch drei. Wahrscheinlich in jedem Klassenzimmer, ne? Würde zumindest Sinn ergeben, ja. Quasi den Schulalltag aufräumen. So, dann gehen wir gleich hier drüben ins Klassenzimmer. Hier ist noch eins. Die Kamera ist halt leider nicht so Bombe in dem Hack, muss man jetzt mal zugeben. Aber man kann sich so ein bisschen arrangieren, ne? Wenn man grob weiß, wie die Steuerung funktioniert, dann kriegt man das schon irgendwie hin. So, ist hier hinter dem was? Nee. Kurzer Blick in die Sporthalle, einfach nur mal so kurz überfliegen. Ob da irgendwas liegt? Nee. Doch, hier vorne, sehr schön. Und vielleicht ist dann der letzte auch noch vorne auf dem Gang. Das wäre wunderbar. Ah, nee! Ah, okay, den Zettel, den wir gesehen haben, wo ich dachte, das wäre der Gang, das war tatsächlich die Sporthalle. Okay, das heißt, mir fehlt jetzt noch irgendwo ein kleines Zettelchen oder eine kleine Panne, die noch gereinigt werden muss. Mal sehen. Ah, hier! Einfach in der Kantine auf dem Tisch, Freunde. So einfach kann es sein. Sehr schön. Hier wäre sogar noch ein Zettel gewesen. Lol.
minus 2 Tasks left. Leute, hat der einen Task zu viel versteckt? Naja, nicht so schlimm. Da ist unser Cash. Und Freunde, jetzt ist es noch ein Tag bis Weihnachten. Und wir wollen uns mit Prinzessin Peach in unserem Büro treffen heute. Na? One day till Christmas. Sehr schön. Aber mein Auto ist immer noch nicht da, ne? Nee. Oh, Bro. Es ist irgendwie total deprimierend, das so zu sehen, ne? Es ist Darius, dem Janitor so schlecht geht. Aber das Coole ist, kleiner Funfact an der Stelle, ich weiß nicht, ob ihr mein Let's Play zu Mario 64 Beyond the Cursed Mirror gesehen habt. Das habe ich ja, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten, glaube ich, zu 100% Let's Played, als es frisch released wurde. Und da gab es ja auch verschiedene Outfits für Mario. Und da konnte man tatsächlich auch ein Darius-Outfit in dem Spiel freischalten. Da habe ich dann auch gesagt, dass das tatsächlich an diesen Hack hier angelehnt ist. Also da kann ich schon... Oh nein, Chat. Ach, Chat sage ich wieder. Leute. Unser Hausmeister ist zurück. Beziehungsweise nicht Hausmeister, Bruder. Hey, mein Sprachzentrum verlässt mich. Unser Chef ist von seiner Businessreise zurück. When has got to school? Were you expecting a break on Christmas Eve? No, school that! You're working overtime today, buddy. Don't waste any time. And don't quit either. Ever. Okay, irgendwie Vandalen sind in die Schule eingebrochen und haben mir übel Stress gemacht. Deswegen müssen wir jetzt Überstunden an Weihnachten machen. Und wir kriegen auf gar keinen Fall Pause an Weihnachten, ne? Und wir sollen auf jeden Fall auch gar nicht drüber nachdenken, zu kündigen. Ne? Und Überstunden sind natürlich jetzt auch an der Tagesordnung. Also wirklich, er ist zurück und freundlicher denn je, würde ich an der Stelle mal behaupten. So, selbst hier in der Küche ist Randale, okay. Gesamte Schule hier auseinandergenommen. Aber wir machen das schon. Und wir werden uns jetzt auch mit Prinzessin Peach treffen. Ich glaube, unser Chef weiß gar nicht, dass Peach noch hier ist. Das könnte natürlich ein Vorteil für uns sein, wenn er sich jetzt so richtig arschig aufhält und Prinzessin Peach das mitbekommt. Na, dann kannst du da vielleicht, dann wird er vielleicht entlassen. Und es wäre wirklich schade, wenn der Meister entlassen wird. So, haben die Vandalen auch die Toiletten verstopft? Ja, okay. Und zwar so richtig. Die haben hier gesabbert und die haben die Toiletten komplett verstopft. Wahrscheinlich mit einer kompletten Rolle Klopapier reingeschüttet, ne? So. Aber das Gute ist, wie gesagt, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon sehr schön hier im Schulgebäude aus. Dadurch kann man jetzt wirklich sehr gezielt die ganzen einzelnen Räume ansteuern. Ja. Auch hier können wir easy nochmal was machen. Ich muss sogar gar nicht draufhüpfen, sehe ich gerade. Es reicht, wenn ich da in der Nähe stehe. Sehr gut. Und dann ist jetzt auf der anderen Seite des Flurs, glaube ich, noch ein Klassenzimmer. Schauen wir mal, ob hier auch noch was passiert ist. Ja, da hat ein Schüler hier wieder seine Unterlagen liegen lassen. Hier vorne ist auch noch mal ein Klassenzimmer. Und auch hier sieht es nicht ordentlich aus. Das ist ein sehr großes Klassenzimmer. Aha, direkt noch mal was. Haben wir doch schon mal schön viel entdeckt, Freunde. Das ist gut, das ist gut. Schöner Arbeitstag. So, und hier ist unser Büro. Jetzt bin ich gespannt, was Peach uns zu erzählen hat. Wie immer unser Zettel. Hi. Thank you so much for helping me yesterday. I was in a bind. But now I must tell you, the kingdom has no mailman. Recently, the former mailman retired and we need a new one. Also, I saw you like me. I like you too. The kingdom needs a prince. And I think you, with your kind little heart, would make a great one. Let's get married tomorrow, right in front of the Christmas tree. Don't come to work, as you won't be scheduled until you move to the Mushroom Kingdom. I'm so excited. I love you so much. Lol, what the hell? Sie will uns heiraten. Weil das Königreich braucht einen Prinzen und sie suchen den neuen Mailman, den Postboten. Und wir sollen morgen nicht zur Arbeit kommen, sondern sie direkt vor dem Weihnachtsbaum heiraten. Was? Great, my shell bike was stolen. Okay, ja. Es wurde wirklich, es war sein Fahrrad. Es wurde geklaut. No, I have to work every day from now on. At least I got to see Peach again today. It turns out she's the princess of the entire Mushroom Kingdom. What a kind heart she has to come to this part of a new block city just to help raise funds for poor people. I think she kinda likes me too. Maybe Christmas isn't such a greedy holiday after all. Oh, er ist verliebt und sie ist auch in ihn verliebt. Oh mein Gott, das ist so cute. So, das heißt, wir müssen nur noch den heutigen Arbeitstag irgendwie überleben. Den heutigen Tag noch irgendwie rumbringen. Ein letztes Mal unseren Paycheck abholen. Warte mal, jetzt gehen wir erstmal in die Halle. Weil es hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu tun gibt.
Und dann kriegen wir vielleicht wirklich unser Happy End, weil wir an Weihnachten Prinzessin Peach heiraten werden, ne? Ich meine, sie ist erfolgreich. Sie ist sehr, sehr lieb. Sie ist hübsch. Ich würde sagen, einen besseren Fang hätte Darius fast nicht machen können, ne? Ich glaube, der hat einen sehr, sehr guten Riecher. Unser guter Darius. Und wir haben jetzt sogar alles gefunden, was wir einsammeln müssen, weil hier vorne ist jetzt noch die letzte Aufgabe. Let's go! Ein letztes Mal unseren viel zu geringen Paycheck abholen. Ein letztes Mal viel zu wenig Geld bekommen, um dann hoffentlich vielleicht morgen ein Happy End zu bekommen. Ich bin gespannt. Hoffentlich gibt es nicht noch irgendwie einen Plot-Twist oder so, dass Prinzessin Peach doch nicht will oder... Ich habe keine Ahnung. So, die letzten Dollars abholen. Und jetzt ist Christmas, Freunde. Christmas Day. Oh yeah. So, wir haben keine schönen Klamotten. Wir kommen natürlich in unseren Arbeitsklamotten. Aber nach zwei wunderbaren Stampfattacken gehen wir hier zum Weihnachtsbaum. Ich bin gespannt, ob sie da ist. Oh, 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 oh. Was machst du denn hier? The princess has been kidnapped by an angry toad. Looking for her? He took her to school. Oh mein Gott. Unser Arbeitgeber hat mitbekommen, dass wir heiraten wollen und hat Prinzessin Peach gekidnappt. Okay, der sagt das Gleiche. Holy moly. Okay, Darius. Das ist dein Moment, Meister. Jetzt kannst du die Prinzessin retten. Den Toad ein für alle Mal in seine Schranken weisen und Feierabend machen. So, wir haben auch keine Aufgaben mehr. So, was geht hier ab, Freunde? Hat er sie in die Turnhalle gebracht? Mann, da wäre viel Platz. Oh, 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 hier ist eine Röhre. Holy moly. Darius! Yo! Yo, was? Du kannst deinen Job nicht kündigen, ne? Ah, du wirst niemals die Liebe deines Lebens erhalten. Du wirst wie jetzt für den Rest deines Lebens leben. Weihnachten ist gruselig. Okay, ich bin nicht dein Arbeitgeber. Ich bin der Krampus. Ich habe deine Verlobte gekidnappt. Du kriegst keinen neuen Job. Nichts kann mich aufhalten. Versuch ja nicht, die Plattform-Anchors auszubuddeln aus... Okay, ich soll irgendwas ausbuddeln. Nee. Okay, ich glaube, das ist ein ganz normaler Fight. Aber der Tod hat sich einfach jetzt in Bowser verwandelt. Und er ist der Krampus. Warte mal, stopp. Ich glaube, ich kann ihn gar nicht grabben. Moment mal. Ah, warte mal, ich kann hier die Bomben einsammeln. Okay, interessant. Er hat einfach den Kampf geändert. So, wir sammeln jetzt hier die Bomben ein. Ja. Und wir kriegen unseren letzten Paycheck, was? Ich nehme den mal mit. Wir müssen ihn gar nicht bekämpfen. Und jetzt heiraten wir sie. Let's go, Freunde. Wir sind aus dem Hamsterrad ausgebrochen. Wir haben einen neuen Job. Wir haben unseren Arbeitgeber vermöbelt und wir sind mit Prinzessin Peach verheiratet. Frohe Weihnachten. Und auch wenn das, wie gesagt, kein richtiger Mario 64 Hack ist mit Jump'n'Run-Elementen, ist es eine wunderbare Weihnachtsgeschichte. Und damit ist die nächste Folge der Platz 1 der Christmas Competition und damit dann auch der letzte Part dieser kleinen Videoreihe zu den Christmas Hacks. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Großes Dankeschön noch an Hygris Ski, JT90 und Lord Dark Flu für euren dicken Support. Thanks, guys.